Was die Basic-Klang beinhaltet und ob sie was für dich ist, das erfährst du im folgenden Video. Ich würde euch sehr gerne die Basic-Linie erklären, und das sind die ersten Produkte, die ich damals für MINT gemacht habe. Und das ist das Herzstück von MINT. Das ist einmal die Zahnpasta mit Fluorid für morgens, denn Fluorid ist wichtig als Kariesschutz. Denn unsere Zähne werden jeden Tag gewisse Herausforderungen ausgesetzt, sprich wir essen Süßes, wir trinken saure Getränke, wir nehmen viel Fruchtsäfte zu uns, vielleicht Sprudelwasser, und all das greift die Zahnoberfläche an. Und deswegen ist die Zahnpasta mit Fluorid so wichtig, weil das Fluorid eben den Zahn vor diesen Eingriffen schützt. Dann haben wir aus dieser Linie die Zahnpasta mit Hydroxylapatit. Das ist die taubfarbene Tube. Man kann sich das schön merken. Weiß ist, wenn die Sonne aufgeht, und taub ist, wenn es eben dunkel ist. Und in dieser Zahncreme haben wir Hydroxylapatit enthalten. Und Hydroxylapatit ist ein sehr wichtiger Bestandteil des Zahnes selbst, also der Schmelzoberfläche. Und das Hydroxylapatit, was darin enthalten ist, hilft den Zahn wieder aufzubauen. Das heißt, der kann sich über Nacht regenerieren. Das Hydroxylapatit kann den Zahnschmelz wieder stärken. Und das Schöne dabei ist, dass dann auch Zahnempfindlichkeiten weggehen. Das heißt, wenn ihr empfindliche Zähne habt, wenn ihr Probleme habt mit Heiß-Kalt-Empfindlichkeiten, dann ist die taubfarbene Zahnpasta mit Hydroxylapatit genau das Richtige für euch. Und nach dem Zähneputzen kommt das MINT-Mundwasser zum Einsatz. Das MINT-Mundwasser enthält Wasserstoffperoxid, das heißt, es hält die Zähne ganz langsam auf. Das Schöne dabei ist, dass es auch ein natürliches Pfefferminzöl enthält, was antibakteriell wirkt. Und damit diese antibakterielle Wirkung entfaltet wird, empfehle ich euch, 2 Minuten lang zu spülen. Es ist ganz wichtig, dass ihr das schön durch die Zahnzwischenräume bewegt. Und das ist ja oft das Problem bei herkömmlichem Mundwasser, dass das nicht möglich ist, weil es zu scharf ist. Also das MINT-Mundwasser ist ganz, ganz, ganz besonders lecker, hat einen tollen Geschmack. Und wenn ihr damit spült, dann denkt ihr immer im Hinterkopf, ach, meine Zähne werden auch schön aufgehellt. Und dann habt ihr auch eine tolle Motivation, nicht nur damit eine wunderbare Zahnzwischenraumpflege zu betreiben, sondern eben auch eure Zähne aufzuhellen. Und das vierte Produkt im Bunde ist unser Zahnfleischgel. Das Zahnfleischgel ist deswegen so wichtig, weil Zahnpasta und Mundwasser oft nur für die Bedürfnisse der Zähne konzipiert werden. Das heißt, wir konzentrieren uns hier auf das Bedürfnis des Zahnes, und dabei wird das Zahnfleisch ja nicht berücksichtigt. Das Zahnfleisch macht aber 50% unserer Mundhülle aus, und es ist sehr, sehr wichtig, es zu pflegen, weil es auch jeden Tag gewissen oxidativen Stress ausgesetzt wird. Das heißt, durch die ganzen scharfen Speisen, Getränke, die wir zu uns nehmen, wird auch die Schleimhaut des Mundes in gewissermaßen angegriffen, und deswegen ist es wichtig, dass wir dem Zahnfleisch helfen, sich selbst zu regenerieren, und das machen wir mit dem Zahnfleischgel, besonders angereichert mit Vitamin E, Vitamin B12 und einem speziellen Kräuterextrakt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren und in der Anwendung, und wenn ihr Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren schreiben, und wir werden bemüht sein, alle eure Fragen zu beantworten. Wenn schöne Zähne für dich genauso wichtig sind wie für mich, und wenn dir unsere Videos gefallen haben und du immer up to date sein möchtest, wie du dein Lächeln verschönern kannst, dann abonniere unseren Kanal.